Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Candle Haul. Also es ist wirklich sehr, sehr Candle-lastig. Ich beginne am besten, weil es könnte was dauern. In der Tat. Ja. Zuallererst, ich habe wirklich ziemlich viel. Ich habe bei Groupon bestellt. Ich habe viel so privat Kleinigkeiten gekauft, aber ich weiß nicht mehr, wer von was und so weiter. Aber ich zeige euch erstmal alles. So. Zuallererst habe ich getauscht gegen... Die Dalinka macht das immer. Das finde ich ganz praktisch. Die sagt immer, gegen was sie getauscht hat. Ja, genau. Gegen meine Red Velvet. Ja, die habe ich getauscht. Die war angebrannt und ich mag Fudi-Düfte nicht so. Und ich weiß, das ist eine gute Rarität. Aber ja, habe ich dann halt mit einer anderen... Also es wird auf jeden Fall eine Rarität. Das ist iCyclist. Ich liebe diesen Duft. Das ist mein zweites. Ich habe den mein Backup quasi jetzt. Das, was ich angezündet hatte, habe ich gestern nochmal angehabt. War ein bisschen schwach auf der Brust. Habe ich anders in Erinnerung. Aber ist ein richtig toller, eisiger, Tannennadeln, holziger Duft. Richtig süß. Und guck mal, das Vögelchen. Ich finde dieses Label ein Traum. Wirklich. Ich finde es richtig niedlich. Und damit das halt, weil die andere ist halt wirklich raritätiger, hat sie mir noch drei Easy Melt Cups dabei gelegt. Das ist einmal, ich habe noch gar nicht dran gerochen. Das ist einmal Citrus Tango. Das sind ja diese Dinger für die Candle Warmer, ne? Oh. Es riecht aber gut. Ja, fast für den Sommer. Mhm. Dann riecht eindeutig die Blutorange daraus. Die Orange auch. Und Zitrone. Sowas in der Richtung rieche ich da. Finde ich gut. Den habe ich auch schon als Hauswarmer. Ich liebe ihn. Das ist sowas von Weichspielerduft. Und zwar April Showers. Ja, total. Also ein trockener Weichspielerduft. So ein... Wie so eine Waschküche riecht. Richtig schön. Aber man riecht auch so ein bisschen die Zitrone daraus. Finde ich auch gut. Und dann noch ein Weihnachtsduft. Und zwar Winter Wonder. Und der hat mich schon im Votiv letztens bei Dalinka überzeugt. Ja, der hat was... Was ist das? So eine zitronenteigige Note. Mit was Parfümigen. Finde ich gut. Also da bin ich mal warm gespannt. So, dann habe ich zu Weihnachten zum Wichteln jeweils zwei Village Candle gekriegt. Die werde ich alle, die bin ich am Verkaufen bzw. tauschen. Also wenn ihr wollt, gerne. Ne? Das war ein bisschen blöd. Amazon-Liste erstellt und jeden dann geschickt, wo wir so gewichtelt haben. Und ich hatte da bestimmt 15 Kerzen drin. Und was bekomme ich? Genau dieselbe. Und ich habe ja auch blind, ohne zu wissen, wie die riechen, habe ich die halt in die Liste reingesetzt. Und ich sag mal, wenn ich eine Kerze dabei habe, die mir jetzt nicht so gefällt, okay, vertausche ich die halt. Ne? Aber wenn das halt beides dieselben sind, ist natürlich war ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Aber ja gut, ist halt dann so. Und zwar habe ich dann halt zweimal die Wish Upon a Star. Ist halt von Village Candle, eine Zweidochtkerze, ne, und wie gesagt, die möchte ich abgeben, beide. Da ist wohl drin Cedar, Moss, Lavender und Zitrus. War halt voll meine Duftbeschreibung, ne, aber leider überhaupt nichts für mich. Das sind, wie gesagt, zwei Stück. Dann habe ich hier so Melts getauscht bei Facebook. So ein paar. Das ist einmal Slight Ride von Village Candle. Habe ich auch blind gekauft, getauscht. Und ja, sehr aquatisch der Duft. Ob der mir jetzt gefällt oder ob er sein muss, sage ich mal, weiß ich nicht. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Dann ist da beide noch gelegt worden. Winterlicher Zimtraum von Airbic. Zimtraum, kennt er mich wahrscheinlich, werde ich weitergeben. Und dann noch Autumn Leaf and Amber. Das hat mich natürlich schon gereizt mit dem Amber oder Amber, ne? Und der ist schon würzig auf eine Schiene, wo ich denke, ah, grenzwertig. Aber ich probiere ihn aus. Also, ja. Mal schauen, ne? So, dann geht's weiter. Da habe ich, was ist das? Genau. Ich habe ein bisschen was noch wieder an Iceflowers getauscht oder gekauft. Bin mir gerade nicht sicher, ist ja auch egal. Und zwar Sweet Pine. Das ist halt, das sind diese Sternennuggets. Und, oh. Das Melt ist natürlich wieder wunderschön gestaltet. Ne? Ist halt wieder so. Und oh, das riecht wirklich süß. Also, nein, schön. Das hat was Süßes.
Aber man riecht so richtige Laubblätter da drin. Laub und Tanne. Mega schön. Da freue ich mich auch drauf. Lavendergum. Lavendel hat mich natürlich voll gereizt. Und Gum, Kaugummi ist wahrscheinlich süß, dachte ich mir. Und das riecht wirklich wie so ein Hubba-Bubba. Mit so einem Lavendel-Touch. Finde ich richtig cool. Mag ich. Christmas Lights. Der sieht übrigens so aus. Wird so auch wieder schön, ne? Ja, der ist leicht, aber wirklich ein Hauch keksig. Aber auch frisch. Den muss ich unbedingt angezünden. Und dann hat es auch noch im Abgang so eine leichte Tannenbaumnote. Ist wieder voll meins. Finde ich gut. Zauberwald. Ich glaube, den hatte ich oder habe ich schon mal. Der riecht halt nach, so Tannenbaum mit so ein bisschen einer süßen Note auch. Ne, so. Dann habe ich, aber die habe ich schon wieder verkauft, weil mir die überhaupt nicht zusagten. Der habe ich mir die, ich glaube, die haben 6 Euro gekostet bei Amazon. Da war noch eins mehr bei. Ich habe die jetzt für 2 Euro pro Stück verkauft. Diese Home Inspirations, da wusste man einfach bei Amazon nicht, was man bekommt für 4 Sorten. Und ich glaube, 6 oder 7 Euro haben die dann gekostet. Aber ja gut, ich habe jetzt keinen Profit daraus gemacht. Habe einfach das ganz normal dann weiterverkauft. Das war einmal Kokosnuss, Vanilla Frosting, also alles schön Foodie. Und Lemon Meringue. Ja, die habe ich dann, die muss ich jetzt dann auch bald verpacken und verschicken, weil man hat sie mir schon abgekauft. So, dann habe ich hier von... Ich weiß nicht mehr, also das habe ich auf jeden Fall von meiner Schwester, weil sie hat für mich als Wichtelpartner, hat sie mir die Village Candle hier noch dazu geschenkt. Cozy Cashmere, einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Der ist so kuschelig und zart und weich und vanillig und perfekt. Wirklich, ich finde ihn wirklich perfekt. Mega schön, freue ich mich drauf. Dann das hier habe ich auf jeden Fall, ich glaube, von der Manuela, glaube ich, bekommen. Das ist Baker's Vanilla. Das ist wohl von Kringle. Und der ist schön. Der ist vanillig, aber so eine gebackene Vanille. Und da bin ich auch gespannt drauf, ob mir der gefällt. So, dann habe ich mit Dennis getauscht. Mit Dennis habe ich schon mal getauscht bei Facebook. Der hat so eine Facebook-Seite. Ich glaube, der ist Administrator. Und da habe ich dann halt ein bisschen was getauscht mit ihm. Und zwar einmal von Goose Creek Bergamot Mist. Und das riecht leicht maskulin, aber nur leicht. Ich mag ja nicht diese typischen Männerduschgel-Düfte. Also das hat was. Warte, ich muss das mal eben rausdrücken. Ich weiß nicht, warum die das alle machen. Also irgendwie muss das ja einen Grund haben, warum die ganzen Duftkerzen-Liebhaber sich immer diese Nails rausdrücken. Ich halte immer einfach meine Nase dran. Nee, geht nicht. Ich habe da überall schon Wachs. Nee, muss ja jetzt nicht sein. Ich mache das einfach so. Da kommt ja auch Duft raus. Warum macht ihr das immer? Auf jeden Fall erinnert der Duft mich an irgendwas. Ich glaube, das ist Lemongrass oder so. Ja, ich glaube ja. Auf jeden Fall auch ein bisschen nach einem Parfüm von einem Mann auch. Aber nur leicht. Ja, ich finde gut. Ja, das werde ich mal ausprobieren. Bergamot Mist. So, dann habe ich Summer Moon von Goose Creek. Und der ist wieder so typisch Männerduschgel. Die werde ich weitergeben, finde ich jetzt. Ich habe mir das besser vorgestellt. So, dann hat er mir noch irgendwas dazu gelegt, aber ich habe keine Ahnung was. Und ich rieche da auch nicht wirklich was. Muss ich immer fragen, was das genau war. Aber wahrscheinlich ist das schon wieder so lange her, weiß er wahrscheinlich selber nicht mehr. Und dann halt Lilac Vanilla, das ist Quatsch, Lilac. Blossom, glaube ich, heißen die. Da hat er mir noch, diese Cubes hier ausgesucht. So selbstgegossene Würfel. Ja, mache ich ja auch selber auch immer, ne, dass ich mir irgendwas selber gieße. Und da hat er mir welche von vertauscht. So, weiter geht's. Dann habe ich hier getauscht, weil meine Comsi-Sweater von Kringle Candle habe ich mit in den Kurzurlaub genommen mit meinem Freund, wo ich in der Hütte war. Und die hat wirklich den ganzen Tag gebrannt. So, und dann habe ich mir nochmal eine kurzgebrannte ertauscht. Ich glaube, die war von TK Maxx. Aber es macht ja nichts. Ja, eine total kuschelige
Kaschmir-Kerze, genauso wie das Cozy Kaschmir von Village, ein Gedicht. Dann gab es bei Groupon gab es ein Angebot, weil es gehen ja jetzt dieses Jahr sind ja wieder viele aus dem Standardsortiment genommen worden, viele Kerzen, die ich toll finde. Und dann irgendwie kam es dann halt bei Facebook in einer Diskussion vor, ja, bei Groupon gibt es gerade so ein Set, wo diese Kerzen bei sind. Und dann habe ich mir gedacht, so, nicht schon wieder. Okay, dann kaufe ich. Ja, dann habe ich mir halt über Groupon, habe dann aber auch so als Tipp, ich setze euch den in der Infobox. Ich habe den immer in der Infobox stehen, diesen Link. Und zwar geht es um Igral. Genau, Igral-App, die könnt ihr euch runterladen, kostenlos. Da kriegt ihr, glaube ich, wenn ihr euch anmeldet, erstmal 5 Euro oder 10 Euro gutgeschrieben. Ab 20 Euro könnt ihr euch das immer auszahlen lassen auf euer Konto. So, und das geht ratzfatz. Ich bestelle über Douglas damit, also E-Parfümerie, Flaconi, Groupon zum Beispiel. Dann werdet ihr weitergeleitet und dann bekommt ihr halt, ich glaube, 3-10% Provision, bekommt ihr dann Cashback auf euer Igral-Konto. Ich habe mir schon 30 Euro auszahlen lassen und jetzt bin ich wieder bei 25 Euro. Also das lohnt sich definitiv. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin ja auch ehrlich, das steht auch in der Infobox, wenn ihr euch über meinen Link anmeldet, bekomme ich, wenn ihr etwas kauft über die Igral-App, bekomme ich 5 Euro auf meinem Konto. Das ist natürlich ganz schön für mich, ne? Wäre natürlich super. Aber ich finde halt auch die Igral-App auch so ganz cool. Also ich finde das wirklich... ja, warum nicht? Wenn du eh online bestellst, dann kannst du auch über, kurz darüber dich weiterleiten lassen und dann kriegst du dafür noch Geld, ne, wie Payback und so weiter. Ja, und es ging halt um ein Viererset. Eine Kerze bekommt meine Schwester und da habe ich einmal Lake Sunset mir dann nochmal gebunkert. Ich habe die zwar als Backup, aber da die ja rausfliegt und das ist wirklich eine richtig tolle Kerze, habe ich mir gedacht, dann bunkere ich mir die einfach nochmal. Ne? Eine richtig tolle Kerze, weich, parfümig und so. So, dann war da eine bei, die hatte ich schon zweimal und ich habe die zweimal abgegeben, aber immer nur, weil ich die nie wahrgenommen habe. Weil der Duft alleine ist richtig toll, der ist maskulin, der ist herb, der ist mysteriös, der ist, ja, holzig auch, weil vor allen Dingen, wirklich, der ist 1:1 der Duft von Dior, also Männerparfüm Dior, Fahrenheit. So, und es geht um Autumn Night. War halt im Set mit drin. Ich hätte mir die jetzt nicht nochmal einzeln geholt, aber ich wollte die mal unterm Candle Warmer probieren. Und das ist wirklich komplett Fahrenheit. Wer Fahrenheit kennt, ne? Und die andere, die halt auch aus dem Sortiment ging, geht es Garden Sweet Pea. Ja, das ist mein allerliebster blumiger Duft. Der hat so eine Süße in sich wegen Sweet Pea. Ne? Kommt ja dann sehr nahe. Aber das ist für mich die Blumenwiese. Boah, das riecht so mega. Also das ist wirklich mein Lieblings, absoluter Lieblingsblumiger Duft. So, und dann, apropos Blumendüfte, da habe ich jetzt bei Kleiderkreis, das fand ich so nett, ich hatte so 2 Luxusproben von Professional, habe ich online gesetzt für, ich glaube, 7-8 Euro. Und dann hat mich jemand angeschrieben, ob ich gegen diese Kerze tauschen möchte. Klar, die ist halb voll und so, aber schon allein der Versand, der ist ja schon ordentlich teuer. Naja, das fand ich super lieb, habe ich natürlich gesagt, ja. Und das ist die Japanese Blossom. Ist nur noch halb voll, das ist halt so ein Tumbler. Und ich muss sagen, das riecht schon sehr stark nach Docht. Also, die muss ich anzünden, um euch zu sagen, wie sie riecht. Ansonsten riecht es mir sehr verbrannt. So, dann habe ich, ich weiß nicht mehr... Habe ich gerade da unten drin gesehen. Ich glaube, das war von der Manuela. Ich glaube, Manuela habe ich die Kerze abgekauft. Weil ich habe der Manuela halt eine Kerze abgekauft. Sie hat mir dann noch Melts dabei gelegt. Ich glaube, dieses Kringle Melt, das mit Vanilla Bakery, wie das hieß, war auch von ihr. Und eine Palette hat sie mir noch dazu geschickt. Also total lieb. So, aber erstmal zeige ich euch die beiden hier die. Das ist einmal Ice Flower Nighttime Tea. Ja, der riecht super schön. Also, ich weiß noch nicht mal wonach. Bisschen Kaugummi, aber frisch, das riecht gut, mag ich. Yummylicious von Juwel Tarts, kannte ich noch nicht, kenne ich auch immer noch nicht. Und das riecht so nach Ananas. Tue ich weg. So, und dann die Kerze, die ich ihr halt abgekauft habe. Ist, wie das Tarte, was ich mal Meld von meiner Schwester gekriegt habe, ist das die Village Candle Cozy Kashmir. Ist mein zweites Backup. Aber die gibt es halt auch nicht mehr im Standardsortiment. Das gibt es halt nur so Resteverkauf. Und mal ganz im Ernst, dieser Deckel, ja. Ich finde den mega. Ja.
traumhaft. So, und die letzte Kerze, die habe ich auch zum Wichteln bekommen. Aber danach gibt es noch weiter, ne? Um Gottes Willen. Die letzte Karte, was war halt Blue Twilight Storm, ne? Von Yankee Candle. Die riecht so gut. Aber ich zeige euch mal was. Weil ich hatte, das ist mein Backup, ne? Und da die Kerze nicht ganz so intensiv ist, leider. Ich wollte die nämlich mal unterm Candle Warmer stellen, aber da habe ich mir meine erste, die ich halt schon angebrannt hatte, habe ich mir eingeschmolzen. So. Und die Melts zum Beispiel sehen zum Beispiel so aus. Da habe ich noch ein bisschen Glitzer noch drauf gemacht und so. Und ich hatte die im Schlafzimmer an. Guck mal, hier zum Beispiel auch ein Schweinchen. Ich gebe übrigens ein paar ab, ne? In der Infobox steht immer, was sie kosten und so. Hier ist zum Beispiel so ein kleines Schweinchen. Das ist meine neuen Formen. Und wie gesagt, ich hatte das im Schlafzimmer an und das war so wirklich seifig, lavendelig, mystisch. Weich, total toller Duft, ja, den ich jetzt auch als Melt abzugeben habe. Mega geil. So, und dann habe ich mich mit Candle Holdern eingedeckt. Ja, was sind das? Jetzt zeige ich euch jetzt. Zuallererst einen ganz normalen 0815 Holder. Da kannst du dann einfach, ich sage jetzt einfach mal, da stellst du dann deine Kerze rein. Oh, so, ja. Und dann bekommt sie keine Zugluft, sie fängt nicht an zu flackern. Ich mache da trotzdem noch ein Illuminalid drauf und dann pullt sie sehr schnell. Total schön. Hier ist es natürlich jetzt sehr unspektakulär, dieses Durchsichtige. Aber viele bei Facebook haben sich dann zum Beispiel für Weihnachten so Sternchen draufgeklebt. Sah wunderschön aus. So. Die hat, glaube ich, gekostet im Zweierpack. Lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viele bestellt in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, wohin damit. Dann habe ich diese hier, ich glaube, die hat 6 Euro gekostet. Wahnsinn, die kosten, glaube ich, normalerweise 20. Na, und bei Amazon waren mega Schnäppchen. Ich glaube, die sind nicht mehr. Wenn, dann verlinke ich euch das in der Infobox. Und die ist natürlich wunderschön, ne? Also, ich habe gedacht, selbst wenn das in der neuen Wohnung erst klappt, die aufzustellen, ich finde die so schön. So, dann, die hier gab es auch im Zweierpack. Die finde ich ganz besonders hübsch. Die sind halt von innen so. Und die wirft halt ganz tolles Licht. Ich habe die halt eine schon da hinten stehen. Und am besten ist, wenn er da Kringel reinstellt. Ich habe erst gedacht, das passt gar nicht. Das Schöne ist, wenn er Kringel, wenn dann oder einfach eine Kerze mit hellem Duft wachsen, dann leuchtet die nämlich komplett. Ansonsten leuchtet die nur oben. Aber auch wunderschön. Ich glaube, die kostet einen Doppelpack 10 Euro. Das ist unschlagbar. War dann auch wirklich, das war einfach das Schnäppchen des Tages. Da habe ich dieses hier, ich finde auch den, davon gibt es auch eine Duftlampe, die hätte ich auch gerne. Dieser gefällt mir ganz besonders gut und der hat, glaube ich, 13 Euro gekostet, aber mit einem mittleren Housewarmer zusammen, also Christmas Garland war dabei. Also das konnte ich nicht stehen lassen, haben wir mal ganz im Ernst. Alleine die Christmas Garland, die mittlere, kostet ja 24 Euro. War ich total hin und weg, total begeistert. Auch die durfte dann mit. Und das sind meine Sachen, die ich mir ja, gegönnt habe in letzter Zeit. Super viel. Ja. Aber wenn manchmal so krasse Angebote sind. Und da waren ja auch Weihnachtsgeschenke bei. Da kann man einfach nicht widerstehen. Ist so. Vor allem, weil die normalerweise echt teuer sind, die Accessoires von Yankee Candle. Ja. Aber das ist es. Das war mein Haul. Ich hoffe, also der Rest, den ich habe hier unten noch was stehen, so Kosmetikkram, aber das mache ich dann halt, wenn ich ein bisschen mehr anderes Zeug habe. Das hier ist ein reiner Candle Haul. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben, und wir sehen uns bald wieder. Ciao!